Anoni ist wieder da. Diesmal allerdings nicht mit ihrer eigenen Band Anthony and the Johnsons, sondern mit dem Queerhouse-Projekt Hercules in Love Affair. MEO-Tour Stefan Hochgesandt ist mega begeistert von der Platte und gibt deshalb eine Bewertung von 5,5 von 6 Sternen. Noch nie ist Perfume Genius so weit aus seiner Klavierballade-Komfortzone gestiegen wie bei seiner neuen Platte Ugly Season. Umso lustiger, dass ein Song auf der Platte Popsong heißt, weil es ist ungefähr das unpoppigste Album von Perfume Genius aller Zeiten. ME-Autor Stefan Hochgesandt feiert die Platte und gibt deshalb eine Bewertung von 5 von 6 Sternen. Die Sängerin Stella schafft es auf ihrem neuen Album mit großer Eleganz, die traditionelle Musik aus Griechenland mit Musik aus dem Plattenschrank ihrer Eltern zu verknüpfen. ME-Redakteur Thomas Winkler ist begeistert und gibt der Platte deshalb eine Bewertung von 5 von 6 Sternen.